Herzlich willkommen auf unserem Kanal Celebrity Deathmatch. Die Stars von Unsere kleine Farm haben Kultcharakter. Um die Show ranken sich immer wieder spannende Geschichten, so auch bei einem Schauspieler, der leider tragischerweise verstarb, bevor die letzte Folge ausgestrahlt wurde. Es gibt gelegentlich Geschichten von Schauspielern, die wirklich tragisch sind. Carl Svensson spielte in Unsere kleine Farm eine Figur, die ihre letzte Episode nicht persönlich erlebt hatte. Aber wer war der Schauspieler und welche Rolle spielte er in der Serie? Lars Henson war eine wichtige Figur, die Carl Svensson 5 Staffeln lang in der Serie spielte. Er ist der Besitzer der Sägemühle und die erste Person, die Charles Ingalls, Michael Landon, einen Job anbietet, nachdem er in Walnut Grove angekommen ist. Tatsächlich ist Henson sogar einer der Mitbegründer des kleinen Dorfs, in dem die Serie spielt und damit ein wichtiges Mitglied der Gemeinde. Die beiden waren und blieben Freunde, bis Lars Henson in der Serie schließlich verstirbt. Ursprünglich sollte die Figur Henson gar nicht sterben, aber während der Dreharbeiten teilte der 70-jährige Darsteller Carl Svensson dem Serienschöpfer Michael Landon mit, dass er in den Ruhestand gehen wolle. Am 16. Oktober 1978 veröffentlichte Svensson Heimweh 2, welche auch die letzte Folge war, bei der er Regie führte, da er zu diesem Zeitpunkt bereits krank war. Carl Svensson verstarb wenige Tage vor der letzten Folge. Nur 8 Tage vor der Ausstrahlung der Folge am 8. Oktober 1978 erlag Svensson einem Herzinfarkt. Er war nicht in der Lage, seine letzte Folge zu sehen, in der auch seine Figur stirbt. Karin Gressel, die in der Serie Caroline Ingalls spielt, schreibt in ihrer Biografie, dass sie gerne mit Svensson zusammenarbeitete, weil er gerne Neues lernte und sich für ein breites Spektrum von Themen interessierte. Sie hatte auch gute politische Gespräche mit ihm. Svensson hatte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Rollen, darunter eine mit Elvis Presley in Flammender Stern von 1960. Er war auch ein bekanntes Gesicht in Hitchcocks Die Vögel und der Fernsehserie Bonanza. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es, gebt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal.